Hey liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich begrüße euch ganz herzlich. 2022, ich habe mir richtig was vorgenommen, habe ich bereits in den letzten Videos angekündigt. Und jetzt hier das erste Projekt ist, ja, ich mag es voller Spannung vorstellen, denn ich will in 2022 ein kleines Konto großhandeln. Das heißt also, ich möchte spekulativ 10.000 Euro nach oben treten, soweit wie es mir dann eben gelingt. Ich habe keine Performance-Ziele, aber ich möchte natürlich richtig, richtig gute Performance machen. Und dafür brauche ich einige Voraussetzungen, die ich euch gleich in diesem Video vorstellen möchte. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr diesen Kanal auch abonnieren. Dann seid ihr immer up to date, wie es bei dieser Challenge weitergeht. Und ja, ansonsten haben wir auf unserer Academy-Plattform academy.tradak.info auch ganz, ganz viele Videos zu diesem Thema. Wie trade ich ein kleines Konto groß? Ihr könnt dort live mit dabei sein und ja, später dazu mehr, wie ihr dabei sein könnt. Jetzt erstmal, ja, was erwartet mich sozusagen bei diesem Projekt? Ich habe 2018 das Ganze schon mal gemacht bei der Real Money Challenge und habe aus 10.000 Euro damals 400.000 gemacht. Die Voraussetzungen in 2018, damit mir das gelingen konnte, waren, ich hatte volatile Märkte von Anfang an des Jahres und ich war selber sehr, sehr gut drauf. Beide Voraussetzungen brauche ich auch in 2022 und das möchte ich kurz erklären. Volatilität ist Punkt 1 und ist einfach essentiell, um Performance zu machen für gute Trader. Das ist so wie bei einem mega guten Surfer, der keine Wellen oder der keinen Wind hat. Wie soll er dann entsprechend gut performen? Geht nicht. Und als Trader brauchst du Volatilität. Das heißt, darauf bin ich angewiesen und das ist auch entsprechend notwendig. Das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, Trading ist, wenn du es sehr aggressiv betreibst, wie ein Spitzensport. Und das heißt, du musst mental auch richtig, richtig gut drauf sein. Du kannst keine extra Stressoren gebrauchen und du kannst, du musst sehr in Balance sein, damit du so ein Projekt durchziehen kannst. Und natürlich weiß ich nicht, wie es mir in 2022 ergeht. Ich hoffe natürlich gut. Und im Moment bin ich auch richtig, richtig gut drauf. Das heißt, ich gehe davon aus, das trägt mich auch weiter in 2022. Und dann werde ich das Ding schon rocken. Und wenn nicht, ja, dann haben natürlich definitiv meine ganzen Kritiker ihre Freude. Ich habe genug, das weiß ich. Und den sage ich jetzt schon gesagt, mein Lieblingszitat von Theodore Roosevelt, The Man in the Arena. Wem gebührt der Respekt? Nicht den Kritikern, die irgendwo verschanzt hinter ihren PCs anonym Hater-Kommentare geben, sondern dem, der sich in die Arena wagt, dort Schweiß und Blut vergießt und ja, natürlich auch Fehler machen kann, natürlich auch dessen Projekt misslingen kann, aber der sich eben der Aufgabe stellt. Und das ist eben mein Ziel. Ich werde mich dieser Aufgabe stellen. Ich werde dieses Projekt angehen mit all meiner Intuition, mit aller meiner Erfahrung und werde das eben entsprechend versuchen umzusetzen. Und ich weiß natürlich, das wird nicht ganz einfach werden und vor allem ist es wichtig, dass ich auch eure Unterstützung habe, denn ja, der soziale Druck, der zusätzlich zu dem Performance-Druck kommt, ist eine extra Komponente, die man bei so einem Projekt bedenken muss. Ja, denkt mal drüber nach, wenn ihr irgendwas gut könnt und ihr macht das bei euch im Wohnzimmer, kein Problem, aber wenn ihr plötzlich sehr, sehr viele Zuschauer habt, dann wird das häufig eine Ecke schwieriger. Ich selber liebe ja den Golfsport und da kann man das sehr gut sehen. So ein Putt irgendwie 2 Meter, 2,50 Meter in einer Privatrunde versenkt den jeder ganz, ganz easy. Aber wenn es um irgendwas geht, dann fangen die Knie bei den meisten Leuten an zu zittern. Und dann wird das schon schwieriger. Und wenn es vielleicht sogar um 1 Million oder so geht, beim riesengroßen Tournament, dann wird es richtig, richtig schwierig. Und das machen eben wirklich nur die guten Profis, die dann diesen Druck auch entsprechend standhalten. Und das wird definitiv für mich auch eine Aufgabe sein. Aber ich stelle mich dieser. Und ich habe richtig, richtig Bock drauf, weil, haben wir gesagt, wir haben in 2022 ganz spannende Projekte für euch. Deswegen lohnt es sich definitiv auch auf diesem Kanal dabei zu bleiben. Aber jetzt zu der Frage, wie könnt ihr das Ganze verfolgen. Das heißt eben entsprechend, wie können wir wie könnt ihr eben entsprechend mit dabei sein? Und da möchte ich euch kurz unsere Seite vorstellen. Das ist die academy.tradak.info Seite. Also
academy.tradak.info. Auf dieser Seite findet ihr alle unsere Online-Kurse. Aber jetzt ganz zentral auf der Landingpage, quasi ganz vorne drauf, ist eben dieser Kurs. Wie handelt man 10K spekulativ? Und den werde ich in regelmäßigen Abständen updaten. Ich werde dort meine Performance mit Auszügen zeigen. Das heißt, Transparenz ist mir da ganz, ganz wichtig. Ich werde mich aber auch euren Fragen stellen und werde natürlich genau zeigen, wie ich vorgehen werde, was ich vorhabe, wie ich was machen will. Ich habe einen 4-Stufen-Plan entwickelt mit 4 Stufen und möchte quasi mit der Performance abheben wie bei einer Rakete. Das heißt, am Anfang zünde ich die Triebwerke und dann denkt man immer erst, die Rakete startet gar nicht, weil die bleibt erst noch von der Schwerkraft am Boden, wird dann aber immer steigt langsam auf, wird immer schneller und ja, verschwindet dann irgendwo dann im Orbit mit einer hohen Geschwindigkeit. Und genauso wird es mir bei diesem Projekt gehen. Ich möchte am Anfang erstmal die Triebwerke zünden. Dafür habe ich eine Idee, wie ich das eben entsprechend mache. Ich brauche dafür aber die Volatilität. Ich muss den Zinseszinseffekt für mich spielen lassen, weil ohne diesen Zinseszinseffekt, wenn ich den nicht am Anfang des Jahres schon für mich nutzen kann, dann wird es einfach am Ende des Jahres schwierig, eine richtig, richtig gute Performance zu machen. Ja, wenn ihr dabei sein sollt, dann könnt ihr auf diesen Kurs gehen und für alle meine Schüler ist das jetzt eine richtig gute Nachricht. Ihr seid vollkommen kostenfrei mit dabei. Das heißt, ihr müsst nicht ein Pfennig extra bezahlen. Ihr habt von uns schon eine Einladung bekommen, müsst ihr euch nur noch einloggen. Ja, und wer trotzdem bis jetzt noch nicht unser Schüler ist, sich das aber anschauen will, für den kostet das 498 €. Der bekommt aber dann auch noch unser Level 1 on top mit dabei. Das heißt, der kriegt das Ganze sozusagen als Bundle und kann dann schon einen ersten Eindruck auch finden, wie ich eben entsprechend so sonst in meinem Trading vorgehe. Wenn man komplett live dabei sein will, das heißt, also wenn man wirklich live diese Trades sehen möchte, dann muss man bei uns im Future Live Trading Raum mit dabei sein. Dort trade ich normalerweise ein 100.000 € Konto und dann noch zusätzlich mein privates Konto. Aber ja, ich habe jetzt eben auch dieses kleine Konto mit eingefügt mit 10.000 € und dort kann man alle Trades live sehen. Ich habe dort ein sogenanntes Ticker-Tape eingerichtet. Das heißt, ich werde auch meine Optionstrades dort posten. Und was werde ich handeln? Ich werde Aktien handeln, ich werde Optionen handeln, ich werde Futures handeln, ich werde Cryptocurrencies handeln. Ich habe mir relativ wenig Restriktionen gesetzt, wie ich bei dieser Challenge vorgehe. Eine Restriktion gibt es und viele Leute denken ja, okay, pass auf, was der Typ macht, der ist geht einfach all in. Nein, das werde ich definitiv nicht tun. All in ist Zockerei. Wir werden hier schon richtig seriös handeln. Seriös handeln bedeutet aber beim kleinen Konto, dass wir durchaus bestimmte Summen, die etwas mehr als 1% sind, verlieren können. Und insbesondere, wenn wir erstmal unseren Power-Algorithmus einsetzen können, weil wir uns einen kleinen Puffer geschaffen haben. Denn das Ziel ist ja, dieses Konto nach vorne zu bringen. Und nicht irgendwie am Ende des Jahres zu sagen, hey toll, wir haben 20% gemacht und das sind 2.000 €. Das ist sicherlich nicht das Ziel, warum ich so ein Projekt mache, sondern ich möchte es wirklich sehr spekulativ handeln. Das ist eben auch die Prämisse oder der Kern des Projektes. Es wird spekulativ gehandelt. Es wird aber nicht zu einer dauerhaften Überhebelung kommen, weil damit zockt man tatsächlich, sondern wenn, werden wir an bestimmten Stellen etwas größere Risiken eingehen. Ich werde das dann auch ganz genau erklären, warum und wie wir das gemacht haben. Aber sonst werden wir das vollkommen seriös traden. Also ein All-In wird es definitiv nicht geben. Und ja, ich weiß, die Problematik bei diesem Projekt ist, ich bin es gar nicht gewohnt, 10.000 € Konto zu handeln. Normalerweise trade ich größere Konten, aber so ist es nun mal. Es ist eine tolle Herausforderung für mich. Ich weiß, ich stehe im Fokus, in der Aufmerksamkeit, was definitiv ein bisschen sozialen Druck auf mich wirft. Ich weiß, ich brauche Volatilität definitiv vom Markt. Ich muss entsprechend gut drauf sein. Und ja, wenn ihr mir noch die Daumen drückt, wird das schon gut gehen. Und natürlich werde ich euch hier auf diesem YouTube-Channel auch regelmäßig Updates geben, wie es denn läuft und wie das Projekt so fortgeschritten ist. Bis dann, bye bye, euer Birger.